Hallo, liebe Gemeinde, ich bin's wieder, Martin Luther, und ich begrüße euch freudig an diesem besonderen Tag zu diesem besonderen Video. Es handelt sich nicht um ein Let's Pray, denn heute gibt es nichts zu looten außer guter Laune und Weltwissen. Vielmehr geht es um Mein Freund Kotze von Eduard von Bortz, bekanntermaßen das Pseudonym von Etienne Gardet, seines Zeichens Filmkritiker, Moderatorenlichtgestalt und natürlich Universalgelehrten. Dabei handelt es sich um ein Text-Adventure, um nicht zu sagen um spielgewordene Weltliteratur, und ich möchte euch heute durch dieses Spiel führen. Ich werde sehr methodisch vorgehen, denn ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt, und einfach die ganzen Optionen durchgehen. Auch heute möchte ich wieder die 100% anstreben, und ich hoffe, mein bescheidenes Stimmchen kann euch mit Genuss durch dieses Abenteuer führen. Dann legen wir doch mal los. Mein Freund Kotze bei Eduard von Bortz. Es war einmal vor langer Zeit ein Held namens Simon. Was für ein schöner Name, ungewöhnlich, aber schön. Wahrscheinlich französisch? Nun, wie dem auch sei, Simon, du wachst, schweißgebadet, mitten in der Nacht auf. Der Fernseher flimmert noch. Neben dir auf den Kopfkissen liegt dein Freund Kotze. Der Gestank ist kaum auszuhalten. Was machst du? Ja, weiter schlafen, je schneller du wieder im Tiefschlaf bist, desto schneller vergisst du den Gestank. Das bisschen Kotze, denkst du dir und drehst dich auf die andere Seite und versuchst wieder einzuschlafen. Nach ein paar Minuten merkst du, dass dir der Würgereflex die Luftzufuhr abschneidet. Du erstickst an deiner eigenen Kotze. Und ob das, obwohl sie neben dir lag. End. Ein sehr mysteriöser Handlungsstrang. So, dann spulen wir doch die Zeit zurück. Was machst du? Aufstehen und die Kotze wegmachen. Du stehst auf und läufst ins Badezimmer. Ein kurzer Blick in den Spiegel macht dir nochmal deutlich, dass Marzipan-Tabasco-Kuchen keine geile Idee war. Du nimmst eine Rolle Klopapier, als dir auffällt, dass du kein Klopapier mehr hast. Zeitgleich merkst du, wie sich Durchfall ankündigt. Es ist an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Die Kotze wegmachen, das hat Priorität. Ein ordentliches Geschäft machen, schön und gut, aber wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, dann sollte man das auch durchziehen. Deshalb schnappst du dir die letzten Fetzen Klopapier und wischst damit die Kotze von der Matratze. Nach dem kleinen Putz legst du dich in dein frisch gemachtes Bett und beginnst zu schlafen. Am nächsten Morgen wird deine Leiche von der Feuerwehr gefunden. Sie sagten, du seist der erste Mensch, der sich so zugeschissen hat, dass der Körper nicht mehr atmen konnte. Dumm gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tragisch. So eine Scheiße aber auch. Es ist an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Erstmal ordentlich kacken gehen und dann schauen, was sich ergibt. Du kannst mit vollem Darm einfach nicht richtig denken. Außerdem muss man im Leben Prioritäten setzen. Du setzt dich also auf deine Schüssel und beginnst mit dem Geschäft. Als du fertig bist, stinkt deine Bohne nach Scheiße und nicht mehr nach Kotze. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Sehr gut, Simon. Du bist ein echter Winner-Typ. Ich mag Happy Ends. Der Gestank ist kaum auszuhalten. Was machst du? Budi anrufen und um Hilfe fragen. Du rufst mitten in der Nacht deinen alten Kumpel Budi an. Nach ein paar Freizeichen nimmt Budi auch ab. Budi: Simon, was geht? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Simon: Sorry, Budi, aber ich habe einen Notfall. Mein Freund Kotze ist da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, keine Ahnung. Das ist echt eine knifflige Frage. Ruf doch mal Ede an, der kennt sich damit aus. Das ist eine gute Idee. Der Ede ist immer super hilfsbereit. Den rufe ich jetzt an. Du rufst deinen coolen und sehr attraktiven Kumpel Eddie an. Eddie nimmt gleich ab und hör sich etwas erschöpft an. Hey Ede, sorry für die nächtliche Störung. Ede: Kein Thema, bin gerade eh noch am Joggen.
Hier, ich glaube, ich habe meine Matratze voll gekotzt. Was soll ich denn machen? Ach, einfach drauf scheißen. Oh Gott, oh, ich weiß, wo das hingeht. Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Danke, Ede, du bist der Allerbeste. Und so kam es, dass Simon auf die Kotze kackte. Und wie durch ein Wunder schien das Glücksbärchi, Saubärchi, und zauberte Simons Zimmer ein Schloss mit Haaren. The End. Ja, jeder kennt Eddie, eine der ikonischsten Figuren der Literatur. Immer in Begleitung mit dem Schreibfehlerteufel. So eine spannende Geschichte. Alles auf Anfang. Es war einmal vor langer Zeit ein Held namens Booty. Booty, war klar, dass du wieder deinen Kopf durchsetzt und spielen darfst. Vielleicht willst du doch lieber den Simon spielen lassen? Na gut, Simon, spiel du. Was für ein schöner Name. Ungewöhnlich, aber schön. Wahrscheinlich französisch? Ich habe ein Déjà-vu. Vielleicht willst du doch lieber den Simon spielen lassen? Nein, ich will jetzt aber. Okay. Okay, meine Fresse, du stehst vor einer Tür. Gehst du durch oder nicht? Ich gehe durch. Du gehst durch die Tür und fällst in einen Vulkan. The End. Tja, hättest du mal den Simon rangelassen, du Affe. Das war sehr surreal. Ich mag sowas, ja. Nein, ich will jetzt aber. Du stehst vor einer Tür. Gehst du durch oder nicht? Ich gehe nicht durch. Du bleibst vor der Tür stehen. Da du dich in einem ansonsten leeren Raum befindest, wirst du hier sterben, wenn du nicht durch die Tür gehst. Es gibt hier nichts. Also, gehst du durch die Tür? Ja. Du gehst durch die Tür. Vor dir steht ein Riese mit drei Arschlöchern am Durchfall. Das ist schnell eskaliert. Er kackt dich zu. Du erstickst. Fertig. The End. Das hast du jetzt davon. Ich sehe schon eine Geschichte über Schuld und Sühne. Ach, so ein vielschichtiges Werk. Aber es bleibt noch etwas übrig, zum Glück. Es gibt hier nichts. Also, gehst du durch die Tür? Nö. Du kleiner, hartnäckiger Asiate. Du bleibst im Raum stehen und weigerst dich, durch die Tür zu gehen. Plötzlich wackelt der Boden unter dir. Du merkst, dass du gar nicht in einem Raum mit einer Tür warst, sondern in einem Raum mit einer Tür auf einer überdimensionalen Warze auf dem Arsch eines Aliens. Was du nicht wusstest, dieses Alien hat gerade einen Hautarzttermin, um sich die Warze entfernen zu lassen. Mit einem Laser. Du stirbst durch Warzenlaser. The End. Eindeutig hier ein intertextueller Bezug auf die Saga von Eduard Laser. Und damit haben wir in diesem kunstfertigen Gang voller Türen in verschiedene Dimensionen das Ende erreicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt dadurch Lust bekommen auf andere große Klassiker wie Hesse oder Schiller durch Eduard von Bords, den Propagandisten der Literatur. Ich bin Martin Luther und bedanke mich, dass ihr mich auch auf dieser Reise begleitet habt. Bis bald, hoffe ich.